Die Schachtel scheint trocken zu sein. Wahrscheinlich hat der Kanalarbeiter sie hier verloren. Wirklich, ey. Das da. Ja, ja. Und was machen wir mit Streichhölzern? Irgendwas in die Luft jagen. Das hier war der Müllhaufen. Probier mal jetzt alles durch. Warum sollte ich? Probier mal alles bei allem durch hier. Vielleicht gibt was Komisches, woran man nicht denkt. Ich wüsste auch nicht, wo ist dieser Kiel. Man könnte den Stein oben durch das Loch werfen. Ich weiß nicht warum, aber es geht. Es würde gehen. Es ist Zeit für. Zeit für Nachlesen. Mit Mann im Klo reden. Eisenstange mit Treppe benutzen. Hä? Aber wir haben doch. Was haben wir doch gemacht? Die Eisenstangen sind viel zu lang und. Wir müssen irgendwas mit den Eisenstangen machen. Eisenstangen müssen wir vorher irgendwas machen. Nee, wir sind richtig. Eisenstangen an Soldat geben. Damit er sie verbiegt, weil er so super muskulös ist. Gott, ist das so dumm. Entschuldigung, könnten Sie mir mal hier die Stäbe verbiegen, bitte? Ich will nur sehen, wie stark Sie sind, ja, genau. Muskulöser Mann. Okay, das ist wirklich der. Das ist fast schon so doof wie, ich kleb mal das Handy an die Kante. Ja. Ja, ja. Aber das wäre jetzt auch mein letzter Anhaltspunkt gewesen, dass man ihm einfach mal alles gibt, was man hat. So, na dann verbiegen wir die Stangen, du starker Mann. Sagen Sie mal, Sie sehen ja unglaublich kräftig aus. Sind Sie wirklich so stark oder ist das mehr Fett als Muskelmasse? Naja, ein bisschen Training mache ich schon. Will ja schließlich, dass mein Körper auch in 10 Jahren noch eine Augenweide ist. Ja, so von der Optik ist es wirklich schon beeindruckend. Das Problem bei diesen gestellten Kerlen ist nur meistens, dass sie zwar massig Gewichte stemmen können, dann aber nicht mal ein Gurkenglas aufkriegen. Hey, Moment! Das Gurkenglas müssen Sie mir erst mal zeigen. Oh, da fühlt sich aber einer in seiner Ehre gekränkt. Na, ein Gurkenglas habe ich zwar nicht, aber diese Eisenstangen hier. Geben Sie schon her. Eine meiner leichtesten Übungen. Wow, ich bin echt beeindruckt. Wow. Na dann, tschö. Ja. Jetzt bau die Leiter zusammen, ja, ich hab okay. Die Mücke zu suchen. Okay. Machen wir. Also wirklich, ey, dass man dem Typen Eisenstangen gibt, damit er sie verbiegen kann. Damit er beweisen kann, wie männlich er ist. Ich meine, man muss sagen, sie hat 5-mal erwähnt, wie unglaublich muskulös er ist, ja, in unserem Gespräch da vorne. Das stimmt. Wir hätten sie zuhören müssen. Okay, so. Dann können wir die jetzt benutzen. Wenn ich etwas an den Rand der Stangen trete, müssten sie mein Gewicht eigentlich aushalten. Ah, come on. Wirklich? Was denn? Ach so, das geht nicht. Was ich gesagt habe, wenn ich etwas an den Rand der Stangen täte. Ich dachte, man muss noch irgendwas machen. Träte. Ach so, träte.
Ja. Und warum ist so ein riesiges Abflussrohr, wie es in Straßen ist, in irgendeinem Klo? Ja, wer weiß. Also. So, drin wäre ich jetzt. Bleibt nur die Frage, wo mein Vater sein könnte und wie ich mich hier umsehen kann, ohne von einem Soldaten erwischt zu werden. Okay, also das ist der Weg zurück. Das ist die Pissrinne. Cool. Hier darf der Mann noch Mann sein und im Stehen pinkeln. Wach. Wach, das ist so ekelhaft. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die in eine Rinne gepinkelt hat. Und nein, ich lege keinen Wert drauf, die Erste zu sein. Ja, okay, cool. Nicht rauchen, nee, das ist Durchgang. Okay, da wollen wir noch nicht hin. Ein Spalt. Oh Gott, da ist ein Loch im Boden. Hockt der da einfach nur drüber? Anscheinend. Hallo? Alles in Ordnung bei Ihnen? Was? Ja. Machen Sie das immer so? Was? Na, bei fremden Leuten ins Klo zu spannen. Ich spanne nicht. Sondern? Sie haben so seltsame Geräusche von sich gegeben. Da wollte ich nur mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Klang irgendwie krank. Sind Sie vom FSB? Sehe ich so aus? Keine Ahnung, ich kann Sie nicht sehen. Nein, bin ich nicht. Wieso fragt mich hier jeder, ob ich vom FSB bin? Naja, die laufen hier ja überall rum und ich will keinen Ärger. Wer will denn schon? Haben Sie denn welchen zu befürchten? Spätestens, wenn der Zug abfahren soll und es nicht tut. Mir ist nämlich der Schlüssel ins Klo gefallen. Unangenehm. Viel Spaß beim Angeln. Sehr witzig. Mein Problem ist auch Ihr Problem. Wieso? Weil ich der Zugführer bin und das der Schlüssel für den Zug ist. Oh, haben Sie keinen Zweitschlüssel? Nein, deswegen traue ich mich ja hier auch nicht raus. Kann ich ja eigentlich keinem erzählen, dass der Zug nicht abfahren kann, weil der Zugführer seinen einzigen Schlüssel im Klo versenkt hat. Nee, besser nicht. Verraten Sie mich bitte nicht. Das ist weird. Das ist weird. Okay, Man in Black. Die Klotür. Ja, da reden wir erstmal über die Man in Black. Ja. Die Leute vom Geheimdienst? Was ist mit denen? Was machen die hier? Keine Ahnung. Ich frage Sie nicht und hoffe, dass Sie mich auch nicht fragen. Ja, wird wohl eine weise Strategie sein. Aber ich finde es auch schön, dass das alle... Sind Sie vom FSB? Nein? Na ach so, gut. Ach dann. Ja, genau. Ja, die müssen einem das sagen, wenn man ach so, ach so. Deswegen. Ach so läuft das, wusste ich nicht. Wohin fährt der Zug eigentlich genau? Ja, das sollten Sie doch wissen. Ja. Aber so ganz genau hat man uns das nicht erklärt. Tja, mehr als Sie werde ich wohl auch nicht wissen. Und wenn doch, dann wird das bestimmt einen guten Grund haben. Wer befindet sich eigentlich an Bord des Zuges? Keine Ahnung, ich bin ja nur der Zugführer. Mir erzählt keiner mehr als nötig. Und Sie? Haben Sie bei der Einsatzbesprechung geschlafen? Nein, die war nur nicht sonderlich präzise. Dachte, Sie wüssten vielleicht mehr. Ich bin gerade dabei, mich mächtig zu verplappern. Der Typ scheint sein Schweigegelübde einzuhalten. Vielleicht sind andere ja etwas gesprächiger. Wie lange hocken Sie denn schon hier? Seit ungefähr 3 Stunden. Ist das nicht ganz schön anstrengend? Ja, darauf können Sie einen lassen. Wollen wir dann einen Chor aufmachen? Sehr witzig. Jetzt muss ich erst mal zusehen, dass ich meinen Magen wieder in den Griff kriege. Verstehe ich nicht. Was da rauskommt, ist wirklich nicht normal. Ja, ja, auf dem Klo ist es wie im Leben. Man muss auch mal loslassen können. Aber jetzt sollten wir vielleicht mal das Thema wechseln. That's so disgusting. Sie kommen ohne mich zurecht? Klar, muss ja. Wie bitte? Ach, ist egal. Ekelhaft. So, und jetzt gehen wir runter und drehen an dem Rohr. Ja, ja. Und spülen den Schlüssel raus. Ja, aber... Oder irgendwie so. Entschuldigung. Aber erstmal gucke ich hier noch, ob es noch irgendwas anderes gibt. Wahrscheinlich nämlich... Na, nee, tatsächlich nicht. Wasserhahn! Ein Wasserhahn für Kaltwasser. Der für warmes Wasser wurde abmontiert. Nach dem Besuch der Kanalisation ist mir eher nach Duschen. Hände waschen alleine bringt da auch nichts mehr. Das stimmt. Aber ich kann auch noch hier weitergehen. Anfang. Ja, dann mach halt. Durchgang.
Oh. So ganz allmählich werde ich aber schon nervös. Ich laufe hier seit fast 3 Stunden Kreise in den Boden und konnte immer noch keine rauchen. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen, Romanova. Sie wissen ganz genau, dass wir völlig unterbesetzt sind. Die meisten Soldaten sind schon im Zug. Ein paar Minuten werden sie wohl noch überleben. Ja, ich weiß. Aber ich habe mir schon sämtliche Fingernägel abgekaut. So langsam wird's echt kritisch. Romanova, Sie... Ach, kommen Sie. Nur 5 Minuten. Okay, ist ja schon gut. Ich muss noch kurz ein paar Sachen klären und dann werde ich hier für Sie die Stellung halten. Danke. Sie sind ein Schatz. Apropos Schatz. Sie rauchen bei Yushin am Seiteneingang. Ist das klar? Sonst baggern Sie wieder irgendeinen Ihrer Kollegen an und sind dann Ewigkeiten weg. Hey, ist ja okay. Mit Yushin komme ich sowieso prima zurecht. Schließlich sind wir beide der Meinung, dass Männer die besseren Liebhaber sind. Gut. Bin gleich wieder da. Dann können Sie Ihre Pause machen. So ein kleiner Nebensatz in dem Spiel von 2006. Auf jeden Fall war das die Stimme von Sailor Merkur. Aha. Cool. Kann es sein, dass Rauchen hier nicht erlaubt ist? Probably. So. Ein kleiner leerer Teller mit ein paar Münzen drauf. So verzweifelt russische Klofrauen bestehlen zu müssen, bin ich dann doch noch nicht. Doch, ich glaube schon. Lieber irgendwelche Kanalarbeiter. Ja, genau. Lieber irgendwelche, das Leben irgendwelcher armen Kanalarbeiter irgendwie. Ruinieren. Ja. Na gut, hier können wir noch nichts machen, dann gehen wir mal zurück. So, und jetzt müssen wir irgendwie diesen kleinen Schlüssel aus der Scheiße raus. Fischen. Ich glaube, dass wir eventuell den Schlauch da an dieses eine Rohr befestigen müssen. Geh mal an die Kurbel. Ja. Mal schauen, was sie sagt. Wenn ich das Ventil aufdrehe, müsste das Abwasser durch dieses Rohr fließen. Wenn denn Wasser fließen würde. Und solange keins fließt, brauche ich auch nicht unnötig am Rad zu drehen. Fließt kein Wasser? Ich drehe gleich am Rad hier. Ah, nimm den Schlauch oben im Klo am Spülbecken. Und leite unter der Tür, wo der Kerl ist, mit dem Wasserschlauch vom Spülbecken Wasser in seinem Kunstklo. Okay. Ich meine, der wird sich fragen, warum da auf einmal ein Schlauch zwischen seinen Füßen ist. Aber so gut, ist das halt. Soll's. Das passiert nun mal in Russland. Sag ihm einfach, du bist vom Geheimdienst, dann stellt er keine Fragen. So. Tatsächlich. Okay. Ein Anfang. Ah, in die Pissrinne macht Warum? Es. Naja gut, weil das auch in die Kanalisation führt. Nur von mir aus. Wieder. Muss wahrscheinlich noch einschalten. Ja. Wassermarsch. So. Ich. Ja, das kann ich förmlich riechen. Ja, ich habe auch das Gefühl. So. Wenn ich jetzt das Ventil aufdrehe, wird der Schlüssel im Verteiler einfach in den Kanal gespült. Da drin werde ich den dann aber mit Sicherheit nie wiederfinden. Okay, das heißt, wir müssen da irgendwas. Das ist doch das Rohr, oder? Das da hinten. Das sieht so aus. Also das da. Könnte sein. Was macht man? Anzug. Vielleicht muss man irgendwie, da ist doch so eine Kreuzung. Vielleicht muss man quasi nach unten irgendwie, weiß ich nicht. Verteiler, genau. Da ist ein kleiner Schlüssel drin. Ach was. Ein Sieb am unteren Abflussrohr verhindert, dass der Schlüssel weggespült wird. Das Sieb soll wohl den Dreck aus dem Rohrsystem raushalten. Das klingt doch gut, oder? Was ist denn das Problem? Schmeiß ich das jetzt mit dem Ziegel ein? Verstehe ich jetzt nicht. Verstehe ich auch nicht. Warum dreht sie dann nicht am Rohr? Das sieht. Passt da drin mit dem Ziegel? Wenn ich jetzt das Ventil. Ein Ventil.
und die rote Klappe? Die ist mit roter Farbe eingesprüht. Ach, was, was. Ich bin jetzt echt gespannt. Zigarette mit Streichhölzern. Zigarette? Nein, ich weiß, wo wir Zigaretten kriegen. Die Stummel beim Wächter. Und dann zünden wir die an, damit irgendjemand kommt und sagt, wer raucht denn hier? Ja, genau. Oder so. Irgend sowas. Deswegen, weil diese Rauchen verboten Schilder. Ja. Jetzt macht alles Sinn. Naja, nicht auch. So. Oh, Baby, hallo. Hallo, Baby. Kleine Karte ist gerade hier. Nein! Okay. Da waren die Zigaretten. Genau. Aber die habe ich schon untersucht. Warum hat er die vorhin nicht mitgenommen? Wenn die alle von heute sind und auch noch alle vom Wachmann stammen, dann sollte er sie... Oder sind die Zigarettenstummel in diesem... ich weiß schon wo. Ich glaube, ich weiß wo. Müssen wir die dem Wachmann klauen? Dem hier wieder klauen. Ja, ich glaube, die sind da unten drin. Ach so, dann weiß ich nicht. Hä? Ach, ich würde das gerne überspringen. Diese Animation. Da. Nee, das ist Geld. Ah, dammit, ich dachte, da liegen Zigaretten. Ah, verdammt. Was denn überhaupt für ein Aschenbecher? Ich verstehe das nicht. Aber da lagen Zigarettenstummel, glaube ich. Bald. Da unter ihnen lagen Zigarettenstummel. Bin ich mir ziemlich sicher. Im Boden. Da. Ja, und die nehmen wir jetzt, oder wie? Nee. Nee. Ah, okay. Muss nochmal da reinschauen. Ja. Wagen hier mit Hübschen, also den Mann im Plurin. Zigarette mit Okay, vorher haben wir irgendwo eine Zigarette übersehen. Zigarettenstummel untersuchen, mit Wache reden. Zwille Lampe, Bleistift mitnehmen. Ach so, keine Ahnung. Da steht nur Zigaretten untersuchen. Hä? Wo steht überhaupt Zigaretten untersuchen? Bei bewachter Eingang, das erste. Zigarettenstummel untersuchen? Ja. Bewachter Eingang. Ja, aber ich habe die doch gerade untersucht. Wir haben doch keine Zigaretten bekommen. Nee. Oder muss... Hä? Und was für ein Aschenbecher überhaupt? In der Komplettlösung steht irgendwas von Aschenbecher, oder? Aschenbecher? Gehen wir nochmal weiter. Zigarette mit Streichhölzer. Zigarette mit Streichhölzer benutzen, in Aschenbecher legen. Welcher Aschenbecher denn überhaupt? Ich hab eine Idee. Weil eventuell, weil sie ist hier so an der Wand, aber können wir... Nee, wir können nicht weitergehen. Hä? Okay, ich gehe jetzt nochmal zurück zu den Zigarettenstummeln. Es gibt keinen Aschenbecher. Der Aschenbecher ist eine Lüge. Ich klicke jetzt mal jedes Fenster auch nochmal. Nee, da ist nichts. Oh Gott, ist das furchtbar. Ich verstehe nicht mal das Problem, warum sie jetzt Büro-Rohr nicht öffnen kann. Ah. Hier haben wir auch alles gemacht. Mhm. So, und jetzt hier. Kannst du die Streichhölzer hier auf die Zigarettenstummel anwenden? Ich wenn die alle von heute sind und auch noch alle vom Wachmann stammen, dann sollte... Ah, vielleicht hat er eine Zigarette. Ja, hast du mal eine Kippe? Huhu, ich bin's wieder. Hi,
Tatsächlich. Nein. Tatsächlich. Wieso sollte wie? Okay. Er gibt uns jetzt bestimmt eine Zigarette, weil wir gesagt haben, hey, du rauchst zu viel, ich möchte auch eine rauchen. Wir können ja zusammen eine. So. Sie rauchen wohl ziemlich viel, oder? Ja, ich weiß, es ist ungesund. Ich kann mir das einfach nicht abgewöhnen. Ich habe schon alles versucht. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich hier draußen sitzen kann. Da darf ich wenigstens rauchen. Wollen Sie eine? Ja, gerne. Kann meinen Nerven auch nicht schaden. Innerhalb des Bahnhofs ist Rauchverbot? Absolutes Rauchverbot. Die lagern da wohl irgendwelche Sachen, die leicht halb Moskau in Schutt und Asche legen könnten. Oh, was denn? Keine Ahnung. Und wenn ich ehrlich bin, will ich es auch gar nicht wissen. Nichtwissen ist manchmal viel angenehmer. Weise Worte. Ja, das haben wir auch schon gemerkt. Das wissen wir. Vielen Dank für die Information. Gern geschehen. Bis bald. Irgendwann werde ich Geheimakte Tunguska verfilmen und dann nehme ich all die Schauspieler, deren Synchronstimmen hier jetzt in dem Spiel sind. Dann ist Mark Hamill die Torwache und Bruce Willis der Toilettenkerl. Lauter so Starbesetzungen für so kleine Nebenrollen. Das wäre cool. Ja, das ist lustig, wenn dann so die Screen-Roll kommt und dann steht Guy on Toilet. Genau, Guy on Toilet, Bruce Willis. So, und jetzt geht's hoffentlich weiter. Ja, aber welcher Aschenbecher? Moment, verdammt. Ich weiß immer noch nicht, was wir jetzt machen mit der Zigarette. Wir zünden die auf jeden Fall erstmal an. Ja, okay. Okay. Sie qualmt still und leise vor sich hin. Und stinkt. Leg sie mal in den Münzbehälter. Ja, genau. Vielleicht ist das... Jetzt stell dich nicht so an, Nina. Oder wie du heißt. Wie heißt sie? Immer, ja. Nina. Sie heißt Nina. Immer diese Nina. Oh, ja, Gott sei Dank. Ein teuflischer Plan. Irgendjemand wird vom Geheimdienst ganz schön gefoltert dafür. Sind Sie nicht ganz bei Trost? Ich reiß mir für Sie extra den Arsch auf, damit ich 5 Minuten abzwacken und Sie vertreten kann, damit Sie Ihre Pause bekommen. Und das ist der Dank. Aber ich... Das wird Folgen haben, das schwöre ich Ihnen. Sie wissen ganz genau, warum hier absolutes Rauchverbot ist. Aber das hat Konsequenzen. Das wird ganz sicher Konsequenzen haben. Und noch ein Leben zerstört. Genau, das Yay! Nächste Leben ruiniert. Wir hinterlassen eine Spur der absoluten... Vernichtung. Hoffentlich kriegt die Arme nicht allzu viel Ärger. Nee, ja. Das wird bestimmt alles cool werden. Die sind da bestimmt, die machen so Du und dann war's das. So. Ein Samovar. Damit wird, glaube ich, Tee zubereitet. Okay. Mir ist jetzt eher nach Wodka. Hm. Der scheint kaputt zu sein. Wenn ich mir den Inhalt so anschaue, ist das aber auch kein Verlust. Da hängt Wladimir Putin. Ja, hab ich doch vorher schon gesagt. Das ist wirklich ziemlich Putin, ne? Das ist auch Putin. Wirklich, ja. Nichts Verwertbares drin. Ich meine, warum auch nicht? Wahrscheinlich hängt der wirklich an dem Bahnhof. Ja, so ist es halt. Ja. Okay. Spinnt. Ah, jetzt können wir in Uniform klauen und uns verkleiden. Mhm. Etwas klein, das Foto. Scheint aber richtig schnuckelig zu sein. Und er ist wohl beim Militär. Gleich und gleich gesellt sich gern. Ein knackiges Kerlchen. Bestimmt Fotomodell. Ob die Soldatin mit all den Typen hier was hat? Und wenn schon. Ein Umschlag. Den nehmen wir mit. Geheimdokumente geklaut. Ein Funkgerät. Auf der Rückseite ist ein Aufkleber mit einer 15 drauf. Die nehmen wir mit. Eine Strumpfhose da, oder was? Ein Kerl, der so gut aussieht, ist bestimmt Fan vom falschen Fußballverein. Naja, wir haben ja alle unsere Fehler. Verstehe ich nicht ganz. Ja, verstehe ich auch nicht. So wie der aussieht, ist der bestimmt nicht mehr zu haben und längst verheiratet. Aber das scheint die Besitzerin des Spins nicht zu stören. Du bist ganz schön judgy. Der Strumpf hat mindestens so viele Laufmaschen wie die Besitzerin Liebhaber. Mein Gott,
Ja, aber wirklich. Ist ja nur nach einem Slut-Shamen. Ihre eigene Unsicherheit wieder auf andere projizieren. Mhm. Eine russische Militäruniform. Die sollte ich gleich mal anprobieren. Wenn sie passt, falle ich wenigstens nicht sofort als Zivilist auf. So. Die haben wir jetzt anscheinend auch schon angezogen, weil hier ist... Ne, hier ist nichts mehr. Ja, na gut. Yay! Boah, sehen wir schnieke aus. Mhm. Okay. Noch ein Spind. Ein fünfstelliges Zahlenschloss. Das mit reinem Ausprobieren zu knacken, kann ich vergessen. Na gut, hier das ist... Das mit 1, 2, 3, 4, 5. Versuch's mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ob das Schloss nun aufgeht? Ja. Nein, die Kombination scheint nicht zu stimmen. Das wäre so schön gewesen. Aber vielleicht ist ja in den Top-Secret-Files. Da scheint ein Einsatzbefehl drin zu sein. Offensichtlich gilt für die gesamte Zugfahrt höchste Alarmstufe. Es wird mit dem Einsatz feindlicher terroristischer Elemente gerechnet. Deshalb schreibt der Einsatzbefehl sofortige Meldung aller Unregelmäßigkeiten vor. Offensichtlich bin ich nicht der einzige ungebetene Teilnehmer dieses Ausflugs. Ja, oder schon? Gar nicht gut. Die Wachen werden jetzt bestimmt extrem aufmerksam sein. Hier steht noch was von der Sonderbehandlung der speziellen Gäste. Ob das die Gefangenen sind? Vielleicht finde ich meinen Vater ja wirklich an Bord des Zuges. Ich sollte mich besser beeilen. Achtung, Achtung! Alle Passagiere und eingeteilten Wachen begeben sich bitte in den Zug oder verhalten sich entsprechend ihres Einsatzbefehls. Der Zug fährt in wenigen Minuten ab. Ich glaube nicht, bei der Zugführer. Ja, sitzt der Zugführer seit 3 Stunden auf dem Klo. Ja, ich glaube, wir müssen das mal ein bisschen weiter ranstellen, oder? So... Dann hört man uns vielleicht ein bisschen besser. So, okay. Der Strumpf ist noch relativ sauber. Anziehen möchte ich ihn zwar jetzt nicht mehr, aber eigentlich wollte ich das auch vorher schon nicht. Ich weiß schon, was wir mit dem Strumpf machen. Anzünden. Nein, wir holen damit den Schlüssel aus der Scheiße. Warum denn? Ich weiß noch nicht, wie. Ein Funkgerät. Auf der Rückseite ist ein Aufkleber mit einer 15 drauf. Da scheint ein Einsatz offensichtlich. Es wird mit offensichtlich. Hier steht, ich sollte mich. Da scheint auf es offensichtlich. Ich sollte mich. Eine Schachtel Streichhölzer aus dem Nightclub Lady. Ein paar sind noch drin. Absperrband. Ein völlig. Okay. Kombinier mal Sachen. Kannst du das Absperrband mit dem Strumpf kombinieren? Ich weiß auch nicht genau warum, aber. Vielleicht. Nee. Aus dem Stein und dem Strumpf könnte man eine Schlagwaffe machen. Aber es ist nur Kiesel, ne? Dann eher nicht. Ich gehe da mal raus. Die beiden Gorillas da vor der Tür sehen nicht sonderlich sympathisch aus. Die Frage ist, lassen sie keinen aus dem Raum raus oder keinen hinein? In beiden Fällen könnte es interessant sein, da hineinzukommen. So, hier stehen Panzer. Die beiden sehen extrem ungemütlich aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand an denen vorbeikommen könnte. Männer in Schwarz. Die beiden sehen extrem... Das da hängt also... Ja. Prominent in der Mitte. Ein Lastenkran für schwere Kisten. Und vermutlich auch militärisches Gerät. Da hinten steht noch so ein kleiner Handziehen. Ja, ja. Ah, das ist der nächste Screen sozusagen. Also wirklich ein kleiner Haus. Panzer. Die nehmen Panzer mit auf eine Forschungsreise? Auf was habe ich mich da bloß eingelassen? Auf einen Krieg gegen Aliens. Oder so. Er bewacht den Zug. Hallo. Na, Genossin? Auch mit nach Tunguska? Ja. Tja, das nimmt man nicht alles für ein paar Rubel am Ende des Monats in Kauf. Den Passierschein brauche ich noch. Mist, den habe ich wohl in der Umkleidekabine vergessen. Aber deswegen muss ich doch jetzt nicht nochmal extra zurück, oder? Doch, tut mir leid, Kameradin. Da kann ich leider nichts machen.
Wenn's nach mir ginge, würde ich dich natürlich auch ohne alles reinlassen. Geht aber leider nicht nach mir. Die Jungs vom FSB reißen mir den Kopf ab, wenn das rauskommt. Na komm schon. Muss ja keiner rausfinden. Nee, das riskiere ich nicht. Hab Solotow schreien hören. Armer Kerl. Solotow? Was ist mit dem? Wo ist der? Im Spielzimmer. Ich glaube, wir haben den ganz schön durch die Mangel gedreht. Also beeil dich und hol den Schein. Ein paar Minuten hast du ja noch. Und wenn du schon dabei bist, schau doch mal, ob du den Zugführer findest. Der ist uns irgendwie abhanden gekommen. Hab ihn schon ein paar Mal ausrufen lassen, aber er kommt einfach nicht. Ich würde ihn ja auch selber suchen, aber ich darf hier leider nicht weg. Und beeil dich. Wir sind eh schon spät dran. Und das ist jemand, der auf dem Barbecue-Set kommt. Schau mal, du suchst du wohl dann zweimal. Ja. Warum? Wahrscheinlich, wenn man zweimal irgendwas fragen kann. Na gut. Der Zugführer ist noch nicht da? Nein. Vielleicht solltest du ihn noch mal ausrufen lassen. Klar, auch wenn ich mir nicht viel davon verspreche. 17 ruft 48, bitte kommen. Effi 48, was gibt's? Ruf doch mal unseren Freund den Zugführer aus. Der ist immer noch nicht da. Schon wieder? Ja, ich kann auch nichts dafür. Okay. Der Zugführer möge seinen fetten Hintern endlich mal zu seinem Arbeitsplatz bewegen. Und zwar schnell! Hoffen wir mal, dass es was bringt. Weißt du, was die Agenten hier machen? Arbeiten, nehme ich mal an. Ach nein, was du nicht sagst. Wir machen hier doch alle nur unsere Arbeit. Und die meisten von denen sind auch ganz nett. Sind doch auch nur Menschen, wie du und ich. Wenn du meinst. Ich glaube, die Frage nach den FSB-Leuten kann ich mir in Zukunft sparen. Traut sich ja doch keiner, was halbwegs Interessantes zu sagen. So, Wissenschaftler an Bord? Sind schon alle an Bord? Ja, fast. Ein paar Jungs vom FSB fehlen noch. Aber ansonsten müssten alle da sein. Die Wissenschaftler auch schon alle? Klar, die wurden ja ganz zu Anfang schon in den Zug gebracht. Warst du da noch nicht hier? Nein, anscheinend nicht. Gab's Probleme? Nö, eigentlich nicht. Aber einige waren auch so gut verpackt, dass ihre Möglichkeiten zur Gegenwehr nicht sonderlich groß gewesen sein dürften. Oh, ja, ist ja auch gut so. Hat man die denn alle zusammen in ein Abteil gesteckt? Ich glaube nicht, weiß es aber nicht so genau. Kann dir ja auch egal sein. Bist ja nur für deinen Abschnitt zuständig und nicht für die ganze Bande. Ja, da bin ich auch echt froh drüber. Wenn die meinem Vater auch nur ein Haar krümmen. Hoffentlich komme ich auch ins richtige Abteil. Und wenn nicht, wie finde ich heraus, wo mein Vater ist? Und wie komme ich da hin? Naja, darüber kann ich mir Gedanken machen, sobald ich an Bord bin. Sag mal, weißt du eigentlich, warum der Zug so schwer bewacht wird? Das weißt du doch. Haben sie uns doch lang und breit erklärt. Auch wenn ich nicht alles so wirklich glauben kann. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass die gefangenen Wissenschaftler alle für den Feind spioniert haben. Aber was soll's, geht mich nichts an. Was ist denn deine Vermutung? Keine Ahnung. Finde es nur seltsam, dass die jetzt in so eine Forschungsstation gebracht werden sollen. Aber vielleicht sollen sie dort ja auch gar nicht forschen. Sondern? Wer weiß, was man da mit ihnen macht. Aber lass uns das Thema wechseln. Ich will da lieber gar nicht dran denken. Nein, ich auch lieber nicht. Ich werde mich dann mal auf die Suche machen. Viel Glück. So. Da können wir